Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Easy und in diesem Video möchte ich mit euch die neuen Produkte von Catrice ausprobieren. Also aus dem Herbst-Winter-Sortiment 2020. Wenn du Lust drauf hast, dann bleib dran. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, schaut mal, ich habe meine Öhrchen wieder gefunden. Ha, endlich. Ich habe sie schon richtig vermisst und ich habe sie nicht gefunden. Die waren irgendwo, aber sie sind wieder da. So. In diesem Video neue Produkte ausprobieren, juhu! Und zwar von Catrice, ja. Ich habe, als ich, ich habe ja neulich erst das Video gedreht mit den ganzen Neuheiten, das verlinke ich euch hier nochmal, da sind noch mehr Produkte, als ich hier habe. Habe ich euch ja schon erzählt, welche Sachen mich so ungefähr interessieren und so. Und dann habe ich gesehen, dass man die Sachen online schon bei Catrice bestellen kann und habe natürlich sofort geordert. Und ja, das ist heute angekommen, deswegen gibt es jetzt schon wieder ein Video mit mir. Musst du durch, musst du nicht, aber vielleicht willst du ja. genau, also ich zeige euch mal, was ich mir alles geholt habe. Ich zeige euch das ganz kurz und dann probieren wir die Sachen eh zusammen aus. Außer diese beiden Produkte, diese beiden Serums, Seren ist wahrscheinlich richtig. das ist einmal das Pore Minimizing Serum mit 10% Niacinamid, ich kann das ums Verrecken nicht sagen, aber ich finde, also ich mag das wahnsinnig gern, diesen Wirkstoff. Ich habe schon ein bisschen geschnüffelt und das hat tatsächlich ein bisschen Parfum mit drin, also Duftstoffe, was mich irritiert. Das bräuchte ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt, in meiner Hautpflege, aber ich werde es trotzdem benutzen. Und dann habe ich mir noch das Glow Overnight AHA Treatment mitgenommen mit 5% Glycolic Acid. Das ist im Prinzip, sieht es genauso aus, also es ist auch so eine Dropperflasche. Ja, hier. Und ich dachte, man könnte das jede Nacht anwenden, aber das stimmt nicht. Das ist nur für 2 bis 3 Mal die Woche. Aber gut, ich freue mich da trotzdem drauf und es kommt heute direkt hier drauf. Aber erst kommt noch ein bisschen Schminke drauf. Achso, noch ein Produkt, das ich jetzt nicht verwenden werde, ist dieser Nagellack. Also ich habe einen anderen Nagellack drauf, aber der ist aus der More Than Nude Reihe und ist so ein ja, Lavender. Wie heißt der? Shine Lavenders. Ja, so eine Lavendelfarbe, aber eben mit so einem Schimmer. Ich weiß nicht, ob das die Kamera darstellen kann, aber den finde ich sehr hübsch und ich mag diese Reihe total gerne, also diese More Than Nudes Reihe. Deswegen habe ich mir den auch noch mitgenommen. Und ja, was habe ich jetzt noch hier? Ich habe einmal die neue Foundation, dann den Concealer. Und ich kann euch sagen, da habe ich mich mal krass in der Farbe vergriffen. dann habe ich diesen Precise Augenbrauen Stift, mit dem man sich Härchen malen kann. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Außerdem diese 2 Mini-Eyeshadow-Paletten, da würde ich auch sagen, wir machen eine auf dem Auge und eine auf dem Auge. Und die Lashes to Kill No Panda Eyes Mascara habe ich mir mitgenommen, oder beziehungsweise habe ich bestellt. Und außerdem natürlich magnetische Wimpern. Und da die beide irgendwie nicht so lang aussehen, also vom Wimpernkranz her, habe ich sie beide mitgenommen. Oder beide bestellt. So, da probieren wir auch jeweils auf jedem Auge eine aus. So, dann würde ich sagen, geht es los. Und zwar mit der Foundation. Und die habe ich tatsächlich heute schon mal geswatcht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Farbe Warm Beige 020. Die ist die sieht in der Flasche eigentlich genau richtig aus. Sie ist auch von der Helligkeit her ist sie richtig gut. Aber auf meinem Arm geswatcht, sah die sehr kühl aus, also sehr rosa, was mich wirklich ein bisschen irritiert. Aber gut. Ich bin im Moment immer noch auf dem Trip, dass ich meine Hände benutze für Foundation. Und normalerweise würde ich jetzt erstmal Sonnencreme benutzen, dann würde ich einen Moisturizer benutzen. Das habe ich jetzt vor kurzem angefangen mit diesem Moisturizer, also einfach Feuchtigkeitscreme. Und ich sag's euch, das macht echt einen Unterschied. Macht das, macht das. Ich klatsche sie jetzt aber einfach nur so drauf. Und sie fühlt sich sehr dick und pastig an. Also, das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, die mit der Hand zu verteilen, ehrlich gesagt.
Die ist richtig dick, alter Schwede. Okay. Also, ich kann jetzt schon sagen, die Foundation wird nicht mein Liebling werden. Die ist auch ein bisschen parfümiert, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber die Konsistenz finde ich ehrlich gesagt furchtbar. Ich bin auch nicht der richtige Hauttyp, um die zu testen, weil ich eben recht trockene Haut habe, glaube ich. Also ich glaube, dass die eher für ölige Haut gedacht ist und da auch besser funktionieren wird. Bei mir, auch mit den Händen, vielleicht muss man sie mit einem Beautyblender auftragen, aber die ist ja so dickflüssig. Alter Schwede, die fühlt sich jetzt schon trocken an. And I'm not happy. Also die soll ja so natural sein. Die erinnert mich aber tatsächlich von allem, vom ganzen Gefühl und auch von der Wärmung quasi, also dass sie hydrating sein soll, an diese Fenty Hydrating Foundation, die ich auch nicht mag. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt in der Kamera aussieht. Ich habe es jetzt auch nicht wahnsinnig perfekt verteilt, aber die lässt sich auch schlecht verteilen, weil sie super trocken ist. Also, davon bin ich leider kein Fan. Sorry. Okay. Der Concealer. Ja, da habe ich mich so richtig in der Farbe vergriffen. Der ist viel zu dunkel. Ja, das ist halt einfach, wenn man online bestellt, ne? Deswegen sage ich ja, es ist besser, wenn man die Farben im Laden sieht. Aber gut. Da kann Catrice jetzt wirklich nichts dafür, dass ich das sofort haben wollte. Trotzdem probieren wir den jetzt aus. Und ich mache das so, ich mache mir ein bisschen auf die Hand. Das mache ich auch seit neuestem erst. Ich habe mein ganzes Make-up gechanged. Nein, aber ich habe jetzt, ich versuche, mich besser zu schminken. Das klingt komisch, ne? Und deswegen sette ich mittlerweile Concealer auch tatsächlich mit ein bisschen Puder. Das mache ich jetzt auch nicht, aber das mache ich normalerweise und das macht auch einen großen Unterschied, muss ich sagen. Jedenfalls gebe ich mir davon hier in den inneren Augenwinkel, hier in diese Schattenhöhle hier. Und hier hinten am Auge ein bisschen was hin und verteile es so ein bisschen mit dem Pinsel. Also der ist auf jeden Fall auch recht fest. Das ist kein super flüssiger Concealer, was ich nicht unbedingt schlimm finde. Also bei Concealer mag ich das, wenn die ein bisschen fester sind, weil sie dann nicht so krass rumrutschen. Ja, Farbe ist viel zu dunkel. Aber den finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Allerdings ja, nur mit dem Pinsel, dafür ist er zu trocken. Also so trockene Concealer muss man schon mit dem Finger ein bisschen, finde ich, noch einklopfen. Aber dafür hat er es, also den finde ich jetzt gar nicht so schlecht, nur ein bisschen zu dunkel halt. Was meint ihr? Sieht man das in dem Licht? Mir ist auch aufgefallen bei meinem Swatch heute, also von dem Concealer und der Foundation, dass die schon nochmal oxidieren. Der Concealer ist aber nicht wirklich dunkler geworden. Der ist nur, ja, der ist, der, die Farbe hat sich schon leicht verändert, aber bei dem war das nicht so krass wie bei der Foundation. Ja. Also ich glaube, die beiden sind für ölige Hauttypen besser geeignet. Okay, dann machen wir weiter mit Augenbrauen. Ich habe ja hier meine berühmte Lücke und ich probiere jetzt einfach mal mit dem da so ein bisschen reinzumalen, ob ich mir da Härchen. Oh ja, boah, das geht wieder super, ne? Das geht wieder super. Ich habe da jetzt leider auch ein bisschen Foundation in die Augenbrauen gekriegt, aber hier kleine Härchen zu malen, funktioniert total gut. Ich schau mal, ob ich euch das hier zeigen kann. Ja, also, ja. Seht ihr, das sind ganz feine Strichlein. Das ist wie der von Urban Decay, da gibt es auch so einen. Brow Blade heißt der, genau. Nur das ist halt eine viel günstigere Variante. Und funktioniert auch super gut.
Sehr gut. Ich schreibe euch natürlich die Preise von dem ganzen Zeug wieder in die Infobox unten rein. Weil ich jetzt nicht mehr weiß, was das alles gekostet hat. Also den finde ich wieder top. Ich habe hier übrigens die Farbe. Die Farbe. Weiß ich nicht. Schreibe ich euch auch unten rein. Gut, dann probieren wir jetzt die Lidschatten aus. Da bin ich am meisten gespannt, denn ich habe schon in dem Video, in dem ich die ganzen Catrice-Neuheiten vorgestellt habe, gesagt, dass mich diese Paletten an die Mini-Paletten von Natasha Denona erinnern. Und guess what? Die sind genau gleich. Die sind exakt gleich. Ich meine, die ist jetzt hier golden, aber das ist... Die sind 1:1 gleich von der Box her und auch von der Pfännchengröße. Und ich muss sagen, dass ich das richtig super finde, denn ich mag die aus vielen Gründen, aber auch aus dem Grund, dass die so klein ist, weil die super gut zum Mitnehmen ist. Und ja, genau das haben die auch. Und ich hatte eigentlich mich nur eben für diese warme, wie heißt die, Warm Spice Look, genau. Ich hatte mich eigentlich nur für die hier interessiert und eine Zuschauerin hat geschrieben, dass sie sich auf diese kühle Palette freut. Und dann habe ich mir die nochmal angeschaut und habe gedacht, ja, sie hat recht, ne? Also die ist eigentlich spannender, weil das ist eine super schöne Palette, ganz ehrlich, aber die hat ein bisschen mehr Variation, finde ich. Also allein schon durch diesen stahlblauen Ton ist die ein bisschen spannender irgendwie. Ja, deswegen habe ich die auch bestellt. Und ja, ich würde sagen, genau, wir machen das genau so. Auf der Seite machen wir hier und auf der Seite machen wir die. So. Und ich mache jetzt nichts Aufregendes. Ich mache einfach auf jeder Seite eine Transition-Farbe und eine Schimmerfarbe und ein Inner Corner Highlight. So. Und dafür nehme ich jetzt erstmal hier so einen flachen Pinsel und gehe bei der warmen Palette in diesen mittleren Ton. Die haben übrigens, glaube ich, keinen Namen, die Töne. Die sind halt, diese Palette ist auch schön, aber ich glaube, sie ist nicht so, ui, okay. Also pigmentiert ist sie auf jeden Fall. Ich packe mir hier mal ein bisschen Farbe hin erstmal. Also ich glaube, diese Palette ist nicht so, die hat halt nicht so viel Variation, ne? Das ist so ein typischer Look, der da drin steckt, vielleicht ein bisschen heller und ein bisschen dunkler, aber halt relativ langweilig. So, ich verblende das Ganze mal. Die Qualität scheint mir aber wirklich sehr gut. Hier noch ein bisschen Farbe. Hat sich sehr gut verblenden lassen. Ging ganz schnell. Sehr schön. Okay, ich nehme noch einen flachen Pinsel. Ich nehme diesen Farbton hier. Und den gebe ich mir jetzt aufs ganze Lid. Oh, also die Qualität ist wirklich gut. Also die sind auf jeden Fall sehr pigmentiert und Fallout habe ich überhaupt keinen. Das ist doch schön. Okay, ich glaube, ich gehe aber jetzt doch noch mal mit meinem fluffigen Pinsel hier in diese dunkle Farbe. Mach das hier vielleicht ein bisschen dunkler. Nur hier außen, so nur ganz leicht. Und dann gehe ich noch in einen kleinen Pinsel. So, und gehe hier in diese, obwohl, ich gehe erstmal in diese helle Farbe und mache mir das innere Augen, den inneren Augenwinkel ein bisschen heller. Okay, das tut nicht viel, diese helle Farbe. Naja, doch. Okay, wir gehen mit dem Schimmer rein. Wir gehen mit dem Schimmer rein. Okay, der Schimmer tut auf dem
abgepuderten Lid nicht mehr so viel, aber es geht. Es geht. Okay, jetzt habe ich aus Versehen doch alle Farben benutzt. ja, gehe noch mal mit dem ich am Anfang rein bin und hier noch so ein bisschen unters Auge. So, aber es ist ein sehr schöner Look. Ging schnell und einfach, hat sich quasi von selbst verblendet, aber ist auch, ja, wie gesagt, das ist ungefähr, was halt so in der Palette steckt. Ne? Da wird nicht so viel anderes bei rumkommen. Man kann natürlich mit einer Farbe den Wing ziehen oder so, aber einfach grundsätzlich das Farbschema. Okay, jetzt machen wir das gleiche Spiel bei der anderen Seite. Ich fange auch wieder an mit Transition Color. Dafür gehe ich in die mittlere Farbe. Das ist allerdings so ein gräulicher Ton schon eher. Sehr viel, ja, viel, viel kühler und eben eher grau. Und erzeugt eben direkt einen Schatten. Also das ist eigentlich eine total tolle Farbe. Hey. Wahnsinn. Gut, dass ich mir die mitgenommen habe. Ich gehe jetzt auch direkt mit dem an den unteren Wimpernkranz, weil ich jetzt schon weiß, dass ich die dahin haben will. Das ist wirklich wie so Eye-Contouring fast. Nur, also wirklich, das ist wirklich grau, kühl, aber sehr interessant. Dann, ja, gehe ich in diesen stahlblauen Ton. Oh, der ist echt toll. Und den gebe ich mir, ja, den gebe ich mir aufs ganze Lid. Ah, ich glaube, da muss ich mit dem Finger hin. Der scheint ein bisschen trockener zu sein als der andere. Aber wow, der ist echt, boah, der ist ja mega schön. Also auch dieser graue und dieser blaue, wow, die sind echt toll. Okay, gut, dass ich die mitgenommen habe noch. Ja, und dann gehe ich in diesen hell, der sieht weiß-gold aus, würde ich sagen, und gebe mir den eben hier vorne hin. Das funktioniert irgendwie mit dem Pinsel nicht so gut. Ich gehe hier auch noch mal in diesen dunkleren Ton, nur so an den äußeren Augenwinkel, um das vielleicht ein bisschen zu vertiefen. Das geht nicht so gut. Ich bin ein bisschen messy, ich mache da gerne immer noch mit dem Finger so ein bisschen rum. Ja, aber ich muss sagen, das gefällt mir an sich auch gut, nur dass der hier, der ist ein bisschen, diese Palette ist insgesamt etwas trockener als die und beide sind trockener als die Natasha Denona. Aber die Farben sind wirklich mega schön und die gefällt mir auch echt, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Gut. Das sieht jetzt so aus. Ein bisschen Harley Quinn in gedämpft. ja, mir gefallen beide Seiten gut, muss ich sagen. Der ist von der Qualität her ein bisschen schlechter. Wahrscheinlich sind solche Farben schwieriger zu formulieren. Okay, dann probieren wir jetzt die Mascara aus. Da bin ich auch gespannt. So ein Bürstchen hat die, aha, so ein Korkenzieherbürstchen und sie ist sehr flüssig, also sie macht nicht, also ihr seht ja, sie verklebt die Wimpern überhaupt nicht, die sind total getrennt, wirklich einfach, als hätte ich sie einfach nur gefärbt, auch wenn ich meine unteren Wimpern hier tusche, ne?
Ja, ist wirklich einfach nur, macht die Wimpern schwarz, aber gibt kein Volumen. Überhaupt nicht. Es ist wirklich eher ein natürlicher Look. Aber auf jeden Fall ohne zu verkleben. Das ist nicht schlecht. Aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Volumen, wenn ich ehrlich bin. Die ist... wird nicht meine Favorite Mascara werden. Aber wenn man mit Volumen, wenn man zu wenig Volumen hat, kann man ja noch nachhelfen. Das machen wir jetzt auch. Auf die bin ich auch echt gespannt. Ich zeige sie euch nochmal. Hier, das sind der unterschiedliche Style. Und das ist einmal, heißen die, wo steht denn das? Haben die keine unterschiedlichen Namen? Naja, auf jeden Fall ist da eben so ein Eyeliner jeweils dabei. Also ein magnetischer Eyeliner, natürlich. Und ja, das ist wieder so ein Pinsel, der aber nicht vorne dünner wird, sondern einfach ein Pinsel ist. Der Eyeliner ist sehr dickflüssig, das kann ich auch schon sehen. Und sehr schwarz. Und sehr dickflüssig. Uiuiui. Also das ist eine richtige Pampe, wo man aufpassen muss, dass man eben nicht so an die eigenen Wimpern kommt, weil die sofort zusammenkleben. Wirklich pechschwarz, aber... einen so ganz dünnen Lidstrich kann man damit nicht ziehen. Also so super fein wird der Lidstrich damit nicht. Einen Wing würde ich damit auch nicht ziehen. Den würde ich mit einem anderen Eyeliner danach machen, wenn man das möchte. Ja, also ihr seht, der ist mir persönlich ein bisschen zu dick. Aber wenn dann die Wimpern noch drauf kommen, dann ist es vielleicht egal. So. Ich mache jetzt die pinken hier und die orangenen da, die peachfarbenen, und das heißt, ich brauche diese Seite. Okay. Da sind übrigens jeweils drei Magnetchen dran, seht ihr? Ist wirklich so ähnlich wie die von Eylor. Das kann ich euch auch mal hier verlinken, das Video. Die haben auch so funktioniert. Die funktionieren sehr gut, die von Eylor, kann ich nur sagen. Und die scheinen genauso gut zu funktionieren. Ja, der Eyeliner von Eylor fand ich ein bisschen besser. Hundertprozentig bin ich nicht überzeugt. Vielleicht muss man von dem auch mehrere Schichten auftragen. Ja, 2 bis 3 Schichten des Eyeliners, okay. Dann machen wir halt noch eine Schicht. Getrocknet ist er schon. Trocknen tut er recht schnell. Ich werde jetzt die auch so ein bisschen bewegen, weil das auch manchmal hilft. Allerdings sind die Magneten an denen relativ breit und deswegen ist es nicht so leicht hier da noch viel Bewegung reinzubringen sozusagen. So. Gut. Der dürfte auch schon wieder trocken sein. Aha, ja. Nein. Nein. Nein, nein, sorry, aber nein, kann ich nicht empfehlen. Hält nicht gut. Ich glaube, es liegt am Eyeliner und nicht an den Wimpern, denn die haben echt genug Magnet dran, aber wie gesagt, ich habe das schon mal probiert von Eylor und der hat sehr gut gehalten und
Ich probiere jetzt die andere Seite natürlich auch noch aus, aber ich muss euch sagen, das überzeugt mich leider nicht. So, die haben auch diese drei relativ großen Magneten. Warte, seht ihr das? Die Länge von den Wimpern finde ich eigentlich super, aber das hält einfach nicht anständig. Das sieht auch nicht gut aus. Es gibt von Catrice ja schon so magnetische Wimpern, wo man die eigenen Wimpern so dagegen einklemmt. Und wo ist das jetzt hin? Hier. Die sind besser. Die sind besser als das hier. Nee. Das überzeugt mich leider nicht. Also wenn, dann wäre dieser Style eher meins, glaube ich, aber nee, sorry. Schade. Aber gut. Manchmal gefällt einem halt nicht alles. Was ich aber wirklich super finde, sind die Eyeshadow-Paletten. Die sind toll. Der ist toll. Und ja, aber hier ist tatsächlich relativ viel, was mir nicht so gefällt. Also die Mascara ist halt sehr natürlich, ist Geschmackssache, aber mir zu natürlich. Ja, die Lashes, Die Foundation für mich auch, aber ich glaube, für Leute mit fettigerer Haut, also mit öliger Haut, ist sie besser geeignet. Ich muss aber sagen, jetzt wo sie sich gesettet hat, sieht sie besser aus. Aber gefällt mir immer noch nicht. Ist mir immer noch zu matt, auch zu dick. Also zu, ja, also ich finde die nicht so natürlich, ehrlich gesagt. Das hat mich leider nicht überzeugt. Der Concealer, den finde ich nicht schlecht, habe ich die falsche Farbe genommen, aber den Concealer finde ich tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, Lidschattenpaletten, die sind super. Und auf die Serien freue ich mich sehr, aber dazu kann ich noch nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass halt leider Parfum drin ist. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch die nicht tollsten Produkte aus der Sortimentsumstellung bestellt. Aber naja, ein paar Sachen sind doch ganz toll. Also die, schaut euch die auf jeden Fall an. Und schaut euch auf jeden Fall die Serien mal an. Schade, dass das mit den Wimpern, also wie gesagt, ich bin nicht ganz happy damit. Ich glaube auch nicht, dass es gut hält. Ich hoffe, das Video hat dir trotzdem was gebracht. Und wenn es so ist, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Sag mir gerne, was du von den Produkten hältst, jetzt so wie du es bei mir gesehen hast. Ob du sagst, oder nee, finde ich toll. Und vielleicht hast du ja auch schon was davon ausprobiert. Schreib mir das auch gerne. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.